Hantaiwi und herzlich willkommen zurück zu dem Leben der Bella Grusel mit Sims 2. Und hier haben wir die frisch verheiratete Bella Grusel mit ihrem zweiten Ehemann, dem Nervus. Yay! So, und ich habe jetzt gerade noch Glück gehabt. Ein Techtelmechtel und dann gönnen wir den beiden. Ein Techtelmechtel in dem neuen Bett und ja, in der Hochzeitsnacht quasi. Juhu. So, ja, das war's auch schon und ich glaube, die beiden waren auch ziemlich müde. Von daher werden die jetzt auch beide, glaube ich, schlafen, oder? Ja. Wir haben mitten in der Nacht. Belinda läuft hier drüben noch rum. Was macht sie? Was hast du vor? Alleine singen. Okay, sie will noch ein bisschen Spaß hier sich gönnen. Die hatte die Hausaufgaben ja gerade noch zu Ende gemacht. Okay, dann gucken wir mal Lutz. Hallo. Wow. Nein. Friedbert, ist der nicht gemein? Das war doch echt gemein, oder? Das ist ja krass. So, Egon ist nach Hause gekommen. Yay. Und Lutz, jetzt, ich will mit dir unbedingt noch, dass du deine Natur hier... Das ist nicht Natur. Aber du kannst hier zum Beispiel mal das Unkraut jäten. Ich glaube, das gehörte dazu. Und dann kannst du mal die Fische füttern und danach kannst du hier... Achso, ich glaube, Kurt ist da gerade drinnen. Ja, der hat ja auch Natur, also von daher. Den lasse ich auch da, wo er ist. Ich habe eigentlich nicht gesagt, dass Lutz da irgendwie was mitmachen soll. Aber Egon wollte unbedingt jetzt anscheinend noch eine Runde Fußball spielen. Hier draußen ist es immer so duster. Wisst ihr was? Ich kaufe mal gerade... Oh, cool. Die beiden haben sich jetzt echt mal wieder befreundet. Oder überhaupt befreundet, weiß ich gar nicht. So, wartet mal. Beleuchtung. Und zwar... Ich habe eine ganz bestimmte Beleuchtung auch im Kopf. Genau, die hier. Die finde ich einfach nur genial. Und die würde ich jetzt gerne hier nochmal so ein bisschen aufstellen. So einmal hier, einmal da. Und vielleicht nochmal hier und dann nochmal am Eck. Nee, das geht gar nicht dahin. So ist es nämlich viel, viel heller hier, ne? Und dann noch so ein kleines Ding. In grün vielleicht. Das fände ich ganz gut. Das können wir hier nochmal aufstellen. Und zum Beispiel hier. Und gucken wir mal. Eigentlich zum Beispiel könnten wir das zum Beispiel auch hier. Dann ist das auch ein bisschen mehr beleuchtet. Und dann könnten wir es... Ups. Nee, das war ich jetzt eigentlich so nicht geplant. Mehr auf dem Grünen. So. Genau. Dann ist es nämlich nachts auch hier draußen ein bisschen heller. So. Okay, also Lutz, jetzt geht der Unkraut jeden, Friedbert, ja, geistert dir quasi rum. Ego, nee, du brauchst das nicht gucken. Geh mal rein und geh mal hier die Spaten und dann kannst du den Rest säubern. Und, so, wer ist denn eigentlich von unseren Einwohnern, also von unserer Family, noch nicht so gut Freund mit unserer Bella? Dem Lutz fehlt das hier oben und dem Egon das hier unten quasi. Und dem Kurt fehlt hier auch noch ein bisschen was. Und der Tamara natürlich auch total, weil, ja, mit dem sind wir noch nicht so übereingekommen. Aber ich will sie jetzt auch nicht sofort aufwecken daraus. Belinda, was machst du? Oh, sie hat hier total die Miese. Was ist denn los mit dir? Nee, du brauchst da auch nicht gucken. Einen Bass kaufen, einen Fähigkeitspunkt erhalten, Meistermächte kaufen. Wir haben nur noch Charisma. Na, dann, weißt du was, wir machen die Fähigkeitenpunkte voll, dann lern nochmal und gucken wir mal dann, wie es dir geht. Wobei danach würde ich mal fast sagen, dann gehst du nochmal eine Runde duschen und dann hier schlafen. Sieht ja auch irgendwie putzig aus, so mit dem... Mit dem Teil da, oder? Ich finde sie goldig. So. Kurt. Kurt ist jetzt auch wach. Also, ne? Und der darf hier oben mal noch eine Runde. Ja, komm, nimmst heute mal ein Sprudelbad. Und die Tamara muss ich auch mal gerade gucken. Ja, die ist jetzt eigentlich auch. Die kann jetzt auch mal langsam aufstehen. Hier, du gehst mal benutzen. Dann abziehen. Dann kannst du dir noch was umziehen. Und dann gehst du mal runter und wir gucken mal... guck mal, das kannst du mal essen. Wir schauen dann mal, ob wir noch was im Kühlschrank haben. Oder hier wäre noch ein
Tortenstück zu sehen. So, Lutz. Lutz ist jetzt hier draußen und ich vermute mal, der Kurt ist irgendwie auch immer noch da drin. Dem wird aber langsamer kalt. Ich glaube, er hat aber jetzt einen Punkt mehr. Ich meine. Dann, ich lasse euch jetzt einfach nochmal hier draußen. So, Bella, wie geht's dir? Hey, sie hat den Charisma-Punkt erhalten, dann gehst du mal weiter. Moment, jetzt hat sie alles voll. Cool. Es nützt mir nur leider irgendwie nichts weiter. Also ich krieg nichts dafür oder so, ne? So, Bella, dann kannst du auch mal aufstehen. Wobei, momentan glaube ich, irgendwie ist ziemlich alles belegt oder besetzt, ne? Aber du gehst mal umziehen. Dann kannst du mal hier runter und harndrangmäßig hier das benutzen. Wo ist denn Egon mittlerweile hin? Ah, hier. Weil dann würde ich nämlich sagen, dass du dich mal ein bisschen mit Egon danach... Mal guck mal, herbeirufen dann danach. Dass ihr mal ein bisschen quatscht. So, sie ist hoffentlich mal auf dem Weg. Also müsste auf dem Weg sein. Belinda geht nach oben. Genau, Nervus weiß ich noch nicht. Komm, Belinda, geh mal ins Bett. Ja, was mache ich mit dir? Charisma und Sauberkeit, hättest du noch was zu lernen? Guck mal, du kannst mal hier oben bleiben und lernst einfach mal Sauberkeit. Ja, da geht's nicht entlang. Achso, der wollte irgendwelche Bilder, das Bild wollte angucken, glaube ich. So, Egon, wo ist denn die Pilla jetzt? Ah, wo gehst du nur hin? Er macht das Bett. Naja, gut. Soll er dann mal. So, was, wie geht's dir? Guck mal, du kannst nochmal das Tortenstück dann auch nochmal essen. So, Bella. Bella ist irgendwie immer noch unterwegs auf die Toilette. Ja, wenn man älter wird, braucht es anscheinend ein bisschen länger. Aha. So, Lutz ist immer noch da draußen. Oh, und dem wird's kalt und der Kurt... Eigentlich wird es ihm auch kalt. Oh nein, in einer Stunde musst du los, Lutz. Na dann würde ich jetzt mal sagen, komm, dann hör mal auf. Und dann nimm nochmal eine Dusche, damit es dir vielleicht wieder warm wird. So. Bella braucht ewig. Eigentlich wollte ich doch das, nee, nicht hier oben. Genau. So, ihr zwei hängt mal einfach miteinander ab dann. Fände ich jetzt mal ganz, ganz richtig cool. Genau. Hier im Wohnzimmer, warum nicht? Jetzt rennen die aneinander vorbei. Hallo? Was ist denn das? Ey, Bella, er ist extra runtergekommen. So, und jetzt rennst du wieder hinterher. Oh, Mann. Manchmal muss es echt schwierig sein. Aber es bleibt immerhin stehen. Kommt er? Ja, da kommt er. So. Und jetzt hier mitten im Weg natürlich immer abhängen. Naja, gut, okay. Wie gut verträgst du dich mit ihr? Oh, 64. Ah, jetzt aber immerhin seid ihr jetzt quasi beste Freunde geworden. Das heißt, glaube ich, auch von ihrer Seite. Bei ihr sieht es auch besser aus hier. Der ist eher 100. Aber von seiner Seite aus halt nicht so. Oh, Lutz, bist du schon los? Lutz? Ja. Toll. Komm, geh mal zur Arbeit. Oder wolltest du heute frei? Ach ja, geht schon. Wolltest du heute frei? Nee, komm, wir haben danach 4 Tage frei, wenn du wieder zurückkommst. Das heißt, wahrscheinlich geht jetzt so ziemlich zum letzten Mal zur Arbeit. Vermute ich mal. Ne? Wie alt ist er denn? Na, warum kriege ich denn kein Alter? Hallo? Da, 73. Ach, und Bella ist jetzt wie alt? 68. Okay. So, Tamara, genau. Was mache ich denn mit dir? Hey, meine Katze, nicht auf der Maus rumlaufen. Die Mama. So, Lutz ist also los. Ja, er geht immer noch irgendwelche Wege. Und Bella und Egon, die hängen hier miteinander ab. Der Nervus ist immer noch am Lernen. Ja, du bist bald wahrscheinlich, genau, wenn du den Punkt voll hast, dann haben wir die Sauberkeitspunkte auch voll. Er muss ja noch ein bisschen Sport machen. Also ich würde sagen, sobald er voll ist, dann könntest du mir hier benutzen. Und dann gehst du einfach mal runter und
Ja, spielst einfach mal mit dir selbst Fußball. So, Belinda, du darfst mal aufstehen. Dann sind schon mal zwei aus dem Haus mal wieder. Grisamalixi. Muss Egon heute? Ja, aber es ist um Schlitzohr, 22 Uhr, sei okay. bon Also hier oben ist chocolat, immerhin die 100 erreicht. Ich glaube, dann können wir auch abbrechen. Dann ah, schicke ich ihn Barbara. erstmal ins Bett. So, schlafen. Und die Tamara, wo ist die? Die ist da unten. Dann würde ich nämlich sagen, so, Bella, dann gehst du mal runter und dann einfach mal Frauengespräche, ja? Einmal hier so einen Witz erzählen, dann könnt ihr einfach mal quatschen, also plaudern. Und einfach hier dann mal über gegrillten Käse reden, über Hobby reden. Wir könnten mal über, also sie redet ja über Wissenschaft. Was hat Tamara nochmal für ein Hobby? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, auch Wissenschaft. Dann passen die ja zusammen. Gehen wir mal nicht hier. Ach. Kein Unsinn machen hier. Auf dem anderen Schreibtisch. Sie ist gerade neben mir. Und keine Ahnung. So, Nervus hat Begeisterung für Natur entwickelt. Er kann jetzt wandern. Nervus? Ach, das Sauberkeit. Genau, das macht ja. Macht. Was? Muss ich echt mal gerade überlegen. Natur. Die gut Ja, sauber machen ich können. sehe. Ach Gott, ich muss die zwei, unsere zwei. Okay, Kurt, wo bist du? Du bist immer noch da drin. Ja, die müsste jetzt auch langsam mal kalt sein. Also, ja. Also benutzen, dann gehst du hier baden. Ich muss mal gucken, wann. Ach nee, du hast total frei. Okay, also dann geh erstmal da rein. Dann würde ich fast mal sagen, was hast du denn an Sauberkeitspunkten? Oh, drei fehlen noch. Ach komm, dann würde ich dich einfach nur direkt, ja, direkt hier Sauberkeit lernen lassen. Das. So, Bella. Bella und Tamara haben schon wieder aufgehört oder ihr habt den noch nicht richtig angefangen, wahrscheinlich zu quatschen. Frühstück servieren. Guck mal, wir machen heute mal Hawaii-Toast zum Frühstück. Und Tamara, die wartet halt echt noch aufs Kind. Aber ich würde jetzt mal. Wartet mal. Du könntest einfach mal hier mitspielen. Geht es nicht mitmachen? Dann könntest du dich mal ein bisschen bei Nervus hier einschleimen, weil eigentlich versteht ihr euch nicht. Ihr habt sogar Minuspunkte hier. Und dann müsste ich mal bei ihr. Oh, Magenknochen. Ja, ein bisschen. Gucken wir mal, was im Kühlschrank ist. Da. Dann ist erstmal das und danach würde ich sagen, rufen wir mal den Lieferanten an, dass wir es auffüllen. So, ihr zwei hoffe ich mal spielt dann miteinander. Der Kurt, den habe ich jetzt zum erstmal zur Sauberkeit geschickt. Also ihm fehlt jetzt quasi drei Sauberkeitspunkte und hier fehlen mir vier Naturpunkte. Also bin ich mal gespannt. So, Tamara. Tamara im Tor. Wer sind das? Du mal stehen. Beate Cameron. Okay. Du haust dich sowas von hin, obwohl du schwanger bist. Meine Güte. Ich glaube, als Verbrecherin braucht sie auch Körperpunkte, oder? Von daher ist es ja echt super, wenn sie da mitmacht. Eieiei. Ich guck mal zwischendurch zu Egon. Ja, Egon müsste jetzt oder könnte bald mal aufstehen. Deck. Der war ja schon in der Zone, ne? Ich meine, ich hatte ihn schon mal in der Zone erwischt. Warte mal, das können wir doch bestimmt irgendwo hier gucken. Ich weiß denn, das ist die Zone. Nee, das ist lebenslange Platin. Was ist denn das? Ein Bonus erhalten. Oh. Das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt. 50.000 hat er sogar schon mitgebracht. Tamara geheiratet. Wird das mit der Zone nicht auch irgendwie angezeigt? Verrückte Wissenschaftler. Oh, Lebensmittel wollten wir haben. 25.000. Ich dachte, es wird angezeigt. So, bitteschön. Naja, gut, okay. Ich dachte wirklich, dass es angezeigt wird. Aber egal. So, Egon.
Genau, du bist jetzt erstmal aufgestanden, dann kannst du dir mal was anziehen. Kannst mal kurz auf die Toilette, die kannst du dann direkt säubern und dann gehst du mal runter. Ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Kurt verliert Begeisterung für Musik und Tanz und Lutz für Bastelarbeiten. Wer ist denn das? Das ist eine Katze da draußen. Nee. Barry. Es kommen aber immer unterschiedliche Tiere hier an. Ich weiß gar nicht, wie man mit so einem Tier, das wirklich nur ab und zu mal kommt, wie man da echt Freundschaft machen kann, ja. Oh, seid ihr fertig mit Fußballspielen? Ja. Okay, du gehst dann erstmal hier nochmal baden. Und Nervus wahrscheinlich. Nö, der hätte ein bisschen. Ups. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht lesen. Belindas Noten verbessern sich. Yay. Ich schicke Nervus mal in sein Schlafzimmer, ne? Das ist ja. Ich meine, die schlafen auch gerne miteinander in einem Zimmer, aber eben halt auch jeder gerne in seinem dann mal wieder. Also, nur so ganz unterschiedlich. So, wo ist denn unser Lieferant jetzt? Will da wieder keiner das annehmen, was er da so mitbringt? Gordon Bauer. Lieferung annehmen. Unser Hausmädchen macht das doch nicht. Komm, hör mal auf. Bella, komm mal raus, aber komm diesen direkten Weg, bitte. Wir hatten ja schon mal Wege, dass die Treppe hoch und Treppe runter und keine Ahnung. Voll die Umwege. Zauberkeitspunkt für Kurt. Ich kriege echt die Krise. Ja, stell's hin. Danke. Das ist das so. Dann reinbringen, das kriegen wir eher hin. So, und unsere Belinda, wo auch immer sie jetzt die Hausaufgaben hinlegt. Aber ich würde gerne mit ihr noch ein Blind Date machen. So, du gehst erstmal auf die Toilette und dann würde ich dir gerne nochmal, warte mal, Service. Und ich leg dir, nein, nicht den Teppich, die Hausaufgaben nach oben. So, und Tamara, ja genau, Tamara, du kannst schlafen, das ist in Ordnung, aber geh in dein Bett. Und Bella, du darfst jetzt immer doch was kochen, aber jetzt schon Abendessen und Chefsalat. Was Gesundes heute mal einfach. So, wo ist denn Belinda jetzt? Ach, da. So, Heiratsvermittlung. Ich möchte bitte ein Blind Date. So, Nervus, der schläft. Ja, komm bitte. Egon. Ah, der ist hier oben. Gut, der wartet jetzt, bis Bella einfach fertig gekocht hat. Und unser Kurt, der. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wir haben einen Sauberkeitspunkt. Und da sind wir aber nicht wirklich weitergekommen. Na gut. Dann hör mal bitte auf. Irgendwas Spaßiges würde ich gerne mit dir machen. Genau, geh doch mal schwimmen. Hier, reinspringen, schwimmen und so. Wobei Hunger. Haben wir irgendwie auch nochmal alle, aber. Naja, gut. Egon schicke ich schon mal runter. Der kann hier schon mal was essen. Und Belinda, die müsste eigentlich erstmal hier. Da ist sie doch. Lise Göttgens begrüßen. Das mache ich jetzt gerade noch. Mal gucken, was wir. Ja, wen wir denn da kriegen? Genau, Bella, du kannst dich dann mal hinsetzen. Wobei, Hunger hast du nicht mehr wirklich. Halt. Guck mal, das legt den Rest mal weg. Und leg das mal weg und das mal weg und das mal weg und dann abspülen und danach kannst du mal handrangmäßig auf die Toilette gehen. So, und ich gehe mal zu Belinda. Wer ist das? Stefan Landgrab. Ich weiß ja nicht, Stefan Landgrab war, glaube ich, bei Sims 1, oder? Warte mal, ich muss erstmal, bevor ich weiterrede, um Blind Date bitten. Stopp, nicht ans Telefon. Ich habe Stefan Landgrab dann jetzt in Sims 4 entdeckt. Ich weiß nicht, ob es ihn auch in Sims 3 gibt. Ich spiele ja Sims 3 im Grunde nicht. Also ich hätte es mal gerne angefangen irgendwie, aber es. Ja, es läuft irgendwie einfach nicht auf meinem Rechner. Ich habe da immense Probleme, habe keine große Zeit momentan, mich da ein bisschen mehr zu beschäftigen, damit ich es vielleicht doch mal zum Laufen kriege. Rolfi Ruf, okay. Plaudern. Hey, bleib mal stehen.
Kann ich Tamara sprechen? Öh, nee, die schläft gerade. Warum quatsch ihn mal an? Ich möchte nur wissen, ob wir da drei haben. Irgendwie haben wir jetzt gerade was ganz Doofes gesagt. Mit abchecken. Komm schon. Ja. Sieht ja, soweit sieht er ja ganz süß aus irgendwie. Oh, auch ein Dreier. Ja, das ist ja cool. Na dann, dann werden wir das nächste Mal, also das Date, weitermachen. Beziehungsweise wir werden natürlich auch unsere Bella mit Argusaugen betrachten. Ja, wir haben schon 16 Uhr und ich bin mir nicht sicher, ob sie diesen Tag dann überleben wird. Aber ich werde dann auch erstmal mit Belinda weitermachen. Dann nach Bella ist natürlich Belinda mein großes Augenmerk, ja. Also wenn man jetzt im Grunde bedenkt, das hier ist ja so die Halbschwester von Alexander Krusel und Cassandra Krusel, ja. So, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lasst es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Night Out. Ciao, ciao.